Die vier häufigsten Ursachen für eine Erwerbsminderung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Unsere Erfahrung ist, die Ursachen der Erwerbsminderung vier wesentliche Haupterkrankungstypen gibt, die auch durch die Statistiken der Deutschen Rentenversicherung oder auch der größeren Krankenkassen wie die Technikerkrankenkasse und AOK so bestätigt worden sind. Also bei uns sind die vier häufigsten Ursachen erstmal orthopädische Erkrankungen in Kombination mit einem chronischen Schmerzsyndrom, zum Beispiel Fibromyalgie oder Morbus Sudeck. Dann als zweites die neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel MS, Kopfschmerzen in Form einer Migräne, Epilepsie, Schädel-Hirntrauma und so weiter oder auch Polyneuropathie, Querschnittslähmung. Dann als dritte Krankheitstyp die Tumorerkrankungen, Krebserkrankungen in verschiedenen Stadien, Nachbehandlung mit einem Fatigue-Komplex zum Beispiel und als letzte und Hauptursachenquelle die psychischen und psychiatrischen Erkrankungen. So, das sind also sozusagen die vier häufigsten Ursachen, mit denen wir es hier in unserer Kanzlei bei dem Typ Erwerbsminderungsrente zu tun haben. Und unser Kollege Frank Weise, der bei uns in der Kanzlei als medizinischer Sachbearbeiter arbeitet, sagt uns, diese Erkrankungen, die ich Ihnen gerade genannt habe, die treffen meistens nicht isoliert aufeinander, sondern immer in Kombination mit anderen Erkrankungen. So ist es zum Beispiel so, dass ein Versicherter mit einem orthopädischen Leiden oftmals ein chronisches Schmerzsyndrom hat. Begleitend dazu über Jahre oft unerkannte vegetative Verstimmungen bis hin zu schwereren depressiven Verläufen. Weiß sich der gesamte Alltag von dem Versicherten nur noch um die Bewältigung dieses Schmerzsyndroms dreht. Und das genau muss man also auch immer im Blick haben, dass es oft Kombinationen von Erkrankungen sind, die Ursache einer Erwerbsminderung sein können. Mein Tipp, wenn man in ein Erwerbsminderungsrentenverfahren reingeht, muss man gut vorbereitet sein. Da muss man sich also praktisch auch diese Befundberichte, den Reha-Entlassungsbericht, die Krankenhausbehandlungsberichte und auch die Stellungnahmen der behandelnden Ärzte unbedingt ganz genau durchlesen und auch reinschauen. Was habe ich für eine Erkrankung? Wie steht die in Kombination mit einer anderen Erkrankung? Gibt es vielleicht auch schon Verdachtserkrankungen, die ich gar nicht so für mich wahrnehme, aber wo der Arzt sagt, Mensch, bei dem könnte ja unter Umständen eine depressive Verstimmung vorliegen, die ich gar nicht merke. Solche Erkrankungen können für eine Erwerbsminderungsrente von entscheidender Bedeutung sein, sogar ausschlaggebend sein. Das erleben wir sehr, sehr häufig in Gerichtsverhandlungen oder auch in Widerspruchs- und Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung von Erwerbsminderungsrenten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.